Okay. Weil, was wäre passiert? Also. Jetzt hat jetzt so die Frage. Was wäre jetzt passiert, wenn ich was anderes gesagt hätte? Hallo, Cletus. Sind Sie noch da? Rufus? Ja, ich bin's. Ich dachte, Sie wären schon längst los. Ich will Geld. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ich mache das nicht für mich. Ich will die Antworten hören. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Keine Belohnung ist das alles wert. Jeder hat seinen Preis. Also rücken Sie schon damit raus. Welches ist Ihr Preis? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Oh, wegen der Belohnung. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass ich Sie mit nach Elysium nehmen werde. Was wollen Sie denn noch? Vielleicht sowas wie eine schriftliche Vereinbarung. Wie soll das denn gehen, Sie Witzbold? Mein Wort wird Ihnen wohl vorerst reichen müssen. Wo soll ich Ihre Verlobte noch gleich hinbringen? Haben Sie Schrott auf den Ohren? Der Treffpunkt ist die untere Aufstiegsstation. Das dürfte nicht allzu weit von Ihrem Standort sein. Wir treffen uns morgen Abend nach Sonnenuntergang oben auf der Plattform. Haben Sie das jetzt? Natürlich habe ich das. Ich bin doch kein Idiot. Da bin ich mir leider gar nicht so sicher. Okay. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Cletus Ende. Okay. Ja, dann gehen wir wieder runter. Oh, ich könnte ja jetzt so nett sein und könnte jetzt die Katzen wegnehmen. Damit der Telefonist sich wieder wohlfühlt. Oh, die sind schon weg. War doof. Was ist mit dem Papagei? Das will ich jetzt gucken. Der ist wahrscheinlich auch weg. Der ist auch weg. Ja. Dann geht's ja am Telefonisten, müsste ja dann wieder gut gehen. Zumindest wird er nicht mehr genervt. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig. Ja, ist ja in Ordnung. Gut. Gut, dann. Mach ich jetzt. Was ist meine? So Goal holen und zur Aufstiegsstation gehen. Ja. Weil Goal ist ja nicht fit. Hindert dich das? Nö. Oh, die ist in einem Laken. Glaube ich erstmal das Laken. Oh. Aber wo ist Goal? Was zum Play? Was soll das? Gizmo! Ja, hab ich fast gedacht. Sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Ja. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit.
in meiner Praxis und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Nicht schlecht. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay. Ihr habt noch eine Katze. Warum habe ich noch eine Katze? Ja, eine für jetzt, eine für später. Katze. Katze in Schlüssel. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Aber warum nicht? Okay. Wie soll ich hier rauskommen? Ich habe keinen Dietrich oder so. Was habe ich denn hier alles? Feuerlösche. Baum. Hey! Hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Lass ihn raus! Hast nicht geblinzelt? Warum hast du nicht geblinzelt? Was hat denn jetzt angestellt? Der, das kann ich dir nicht sagen, aber. Also. Der Papagei. Der Papagei hat ja gepetzt. Das ja, der hat alles erzählt, was wir jemals gemacht haben. Der Polizei. Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Nein. Du hast den Mann doch gehört. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen ja, auf jeden Lumi, Fall danke, gegen dich. Danke fürs Kraulen. Na, jetzt verstehe ich es. Du verstehst es? Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung. Aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Dann trink mal was erhalten. Ja. Ja, dann trink ich doch mal was. Meloetta, er hat gedacht, Goal liegt dort auf der Krankenliege und der Polizist, Schrägstrich Arzt, Schrägstrich Feuerwehrmann hat. Halt es bitte zurück. Ich hab den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst,
kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Ja, das habe ich gesehen. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Lassen Sie mich raus. Rauslassen? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Okay, das bringt mal das nichts. Da ist nichts mehr zu holen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Solange er im Polizeimodus ist, komme ich hier nie raus. Zum Glück werden in diesem Kaff ständig Brände gelegt. Ach Mist, ich bin ja hier drin. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll... Katze? Katze und Baum? Oh, Katze und Baum. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Er dachte, es brennt. Schutzmodus aktiviert. Ach nein, was auf dem Baum ist. Meister Gizmo zu Ihren Diensten. Ja. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Hui. Okay. Oh, geil. Meine geil. Güte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Also jetzt müssen wir zum Ding, zu dem Kollegen Schnürschuh. Wenzel. Wenzel, wir müssen zu dir. Ab zu Wenzels Haus. Ja. Ja, Lava, der hat drei Dallen. Der hat mehr als drei Dallen. Er hat drei hauptberufliche Dallen. Ja. So. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni! Du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. What? Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Er lässt die Tür sogar offen. Kann ich es nicht einfach wieder zumachen? Nee, kann nicht zumachen. Ich will aber mit Wenzel reden. Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Ich will trotzdem mit Wenzel reden. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Ja, ja. Du hast Goal einfach... Okay. Naja, da hätte ich... Wow, in dir... Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Na gut, ich will doch erstmal hoch. Aber ich darf nicht hoch, also gehen wir runter. Aber wo?
Oh, ein Schrank, okay. Oh. Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh. Genau. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Okay. Kellertür? Was habe ich hier noch? Ich habe nur die Kellertür. Kann ich aber jetzt bestimmt mit irgendwas... Anschweißgerät? Das dauert so lange. Okay, sagen wir jetzt nicht, ich muss die Wünschelrute wieder nutzen. Die gute Wünschelrute. Nein. Ja, doch, kein Glück, der Kerl. Was? Hm? Oha. Okay. Geil. Das war der erste Teil jetzt, oder was? Nein, das ist noch nicht fertig. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Ist wohl noch nicht fertig. Der Wolf sagt, das ist Teil 1 ist noch nicht fertig. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. Okay. Sehr richtig. Der zweite Akt beginnt. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Okay, was kann ich denn hier nutzen? Oh, Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Okay. Ich hab den Kran, ich kann hier nach oben. Ich kann hier zum Kran. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Nein, ich will doch unter dem Kran. Bis zum Horizont. Okay, das ist auch komisch. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay. Hab ich noch. Oh, da hinten habe ich auch noch was. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Okay. Warnhebel. Okay. Jetzt. Oh, oh. Nein! Das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Jo, jetzt kann ich zum Kran.
Aber eigentlich zu dem Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Wenn du da runter, vom Kran, mit oben hin. Erstmal nach oben.